Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's endlich los mit der Metallverrohrung hier in meiner Werkstatt. Weil es für mich aber auch persönlich relativ lange gedauert hat, bis ich gewusst habe, was ich alles brauche, was es alles für Teile gibt, habe ich mich heute dazu entschieden, euch einmal zu zeigen, welche Teile es gibt und welche ihr halt auch auf jeden Fall braucht, wenn ihr eine Metallverrohrung auch bei euch in der Werkstatt installieren wollt. Ich werde euch einmal alles zeigen, was essentiell ist. Alle weiteren Teile werden wir dann einfach nochmal benötigen, wenn wir die Absauganlage halt eben, was die Verrohrung angeht, verlängern, vergrößern und so weiter und so fort. Wir werden auch schon mal ein bisschen anfangen, die erste kleine Verrohrung zu legen, damit ihr einmal seht, wie das System halt eben so aufgebaut ist. Also ich werde jetzt mal ein bisschen was holen und dann werdet ihr sehen, welche Teile ihr auch für eure Metallverrohrung eben brauchen werdet. Hinter mir seht ihr drei Kisten voll mit Rohr, Zubehör, Schläuchen und so weiter, was man halt eben alles braucht. Was ihr hier vor mir seht, ist ein reines Rohr. Da habe ich vor ein paar Wochen einen ganzen Anhänger voll gekauft. Da waren halt keine Abzweige dabei. Aber nur als für euch mal die Information, ich habe einen ganzen Anhänger voll Rohre gekauft. Was mir jetzt halt eben noch gefehlt hat, sind die ganzen Abzweige. Erstmal das Generelle, woher weiß ich, welche Teile ich brauche. Damit meine ich nicht die ganzen Anpassungsstücke oder. Ihr solltet euch erstmal im Klaren sein, welche Maschine ihr anschließen wollt und welchen Schlauchdurchmesser diese Maschinen jeweils haben. Demnach solltet ihr euch einen kleinen Plan zeichnen, dass ihr euch vielleicht einmal die Wand skizziert und sagt, okay, hier ist 1, 2, 3 Maschinen, die haben einen Ausgang mit einmal 100 mm, 120, 100 mm und dann geht noch einmal einer hoch an die Decke. Dann solltet ihr auch einen Plan von der nächsten Wand machen, wie zum Beispiel hier der, da sind nämlich auch noch ein paar Bauteile und so bin ich hier auch tatsächlich vorgegangen. Ich habe mir eine Linie gezogen und habe gesagt, okay, hier ist ein Stück, wo ein 120er Abgang an die Maschine ist und es geht mit 140 weiter. Also macht es relativ simpel, aber macht es irgendwie auf die Art und Weise, weil wenn er das nicht tut, könnt ihr eher schlecht überprüfen, ob ihr alle Teile habt. Deswegen musste ich auch im Nachhinein jetzt noch ein paar 45 Grad Stücke und 90 Grad Stücke nachkaufen, weil ich nicht richtig geplant habe. Aber solange es so erstmal bleibt, bin ich erstmal ganz happy. Und jetzt werde ich mal ein bisschen Zeug aus den Kisten rausnehmen und euch zeigen, wofür die halt eben sind. Hier ein klitzekleiner Hinweis, die Konterholzschaber sind jetzt auch wieder vorrätig. Den passenden Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier seht ihr jetzt ein paar Absaugteile. Teilweise habe ich auch noch manche Absaugteile vor ein paar Wochen halt eben dazugekauft, wie zum Beispiel so ein paar 90-Grad-Bögen, die habe ich halt eben schon gekauft. Und jetzt sind ja auch manche Teile dabei, wo vielleicht ein bisschen Erklärungsbedarf erstmal da ist. Also, ich habe einen 150er Anschluss und das bedeutet, dass wir zunächst mal irgendwas brauchen, damit wir auch an unsere Absauganlage anschließen können. Deswegen habe ich hier diesen 150er Schlauchanschluss. Mit diesem 150er Schlauchanschluss kann ich dann halt eben entsprechend mit diesem Konus von 150 auf 140 mm reduzieren, denn meine komplette Absaugleitung werde ich mit 140 mm halt eben gestalten, weil ich halt eben vor ein paar Wochen ein 140er Rohrsystem gekauft habe. Das ist im Prinzip erstmal so das Startstück, das werden wir heute noch montieren. Generell ist das hier so ein System, das ist eine Bördelkante und die können wir mit Spannringen entsprechend verklemmen. Da werde ich euch direkt zeigen, die Spannringe, wie es die halt eben teilweise gibt. Was ist der Unterschied bei diesen verschiedenen Spannringen hier? Also diese hier, das sind auch die, die ich schon mitgekauft habe und da sehen wir, dass hier nichts mehr drin ist. Da ist keine Dichtung mehr drin. Hier gibt es, wenn ihr noch gar keine Spannringe habt, gibt es fertig konfektionierte Spannringe. Die haben halt hier schon diese Klebemasse drin, die dichten das Ganze später richtig ab. Und die kann man auch so kaufen, da müsst ihr das Ganze selbst nicht mehr in diese Spannringe reinpacken. Wenn ihr noch welche habt, benutzt die und kauft euch einfach hier das Zeug dazu. Das ist Dichtmasse, das kann man dann selbst in die Spannringe reinlegen. Da bin ich mal gespannt, wie gut das halt auch eben funktioniert. Und so kann man halt auch eben hier diese alten Spannringe ohne Dichtung nochmal nutzen. Und genau, hier sieht man auch übrigens noch so ein bisschen, dass hier noch Klebemasse drin ist. Die werde ich dann später rausnehmen. Also ich nenne es ganz gerne, dass das Kaugummi ist, weil es ist so vom Verhalten her wie Kaugummi. Also, dieses komplette System hier verspannen wir hier mit diesen Spannringen. Das ist auch das Schöne an so einem System, denn man kann es halt eben einfach besser wie so ein KG-Rohr auseinanderbauen. Und wenn man sagt, okay, wir müssen noch eine Maschine dazwischen klemmen oder einen Abgang, dann können wir halt eben diese Spannringe vorher verschließen und danach entsprechend wieder öffnen. Hier sehen wir das Befestigungssystem, weil irgendwie müssen wir diese Rohre ja auch an der Wand befestigen. Und zuerst mal an dem Punkt, ich habe nicht so viele von diesen Befestigungsplatten, weil mir gesagt wurde, dass man davon nicht so wirklich viele braucht. Da wurde mir gesagt, dass dann teilweise 300er Rohre alle 3-4 Meter nur mit so einem Spannring halt eben befestigt werden. Deswegen braucht man davon nicht so viel. Hier auch noch ein Hinweis, hier ist ein Kombigewinde drin. Wir haben einmal M10 und einfach ein Stückchen unten drunter liegt M8.
Das bedeutet, wir können zwei Gewindegrößen halt eben verwenden. Also ihr braucht, um ein Rohr zu befestigen, einmal diese Grundplatte, ein M10er Gewinde, das habe ich auf der Werkbank liegen, das könnt ihr überall kaufen. Und danach noch hier diese Schelle, weil mit dieser Schelle hier können wir halt eben das 140er Rohr entsprechend festspannen. Und das Schöne ist, dass hier diese Gummieinlage ist, da wird es ein bisschen gedämpft auch. Bei einem Bauteil hatte ich persönlich immer so ein bisschen ein paar Gedankenprobleme. Ich wusste, wie bekomme ich jetzt den Schlauch an die Verrohrung dran? Muss ich diese Bördelkante, muss ich die dann rumschlagen oder wie funktioniert das? Das ist relativ simpel gelöst und hier gibt es auch teilweise so ein paar Unterschiede, die ich halt eben vorher mir bei meiner alten Absauganlage abgeschaut habe und mir gedacht habe, das funktioniert zwar so, aber ist eigentlich nicht so gut. Also welches Bauteil meine ich und welches geht es hier? Und zwar ist das der Schlauchanschluss. Super, super simpel. Ihr habt einen 140er Schlauch. Und ihr habt einen 140er Schlauchanschluss. Der passt dann auch übrigens auch direkt auf meine 140er Leitung. Das ist auch, by the way, der Schlauchanschluss für meine Dickenhobelmaschine. Da habe ich 140 mm. Dieser Schlauchanschluss wird in das Rohr reingesteckt. So in etwa. Ich mache ihn jetzt nicht ganz drauf, weil ich muss ihn ja wahrscheinlich gleich nochmal runternehmen. Und so kann man dann im Prinzip einen Schlauch an eine Metallverrohrung anschließen mit diesem entsprechenden Schlauchanschlussbauteil. Dann muss man natürlich hier dieses Teil noch irgendwie sichern, damit das erstmal luftig ist und halt eben nicht runterrutscht. Und dafür gibt es diese einfachen Schlauchschellen. Mit denen kann man dann halt eben diesen Schlauch auf den Schlauchanschluss festspannen. Warum sage ich das so genau? Ich erkläre es einmal kurz. Mir hat tatsächlich ein Schreiner, als er bei mir war, und wir haben uns auch so ein bisschen über das Thema Absaugverrohrung unterhalten. Und da hatte ich hier diesen Schlauchanschluss, da hat er gesagt, ja, das hier ist generell, es funktioniert, aber es ist halt eben nicht so gut, weil es ist besser, wenn diese Schlauchanschlüsse innenliegend sind. Denn wenn man sich vorstellt, hier kommen ganz, ganz viele Späne durch und innen drin ist halt eher die Möglichkeit gegeben, dass sich die Späne an diesen ganzen Lippen hier oder an den Schrauben in dem Fall, dass sich das halt eben da verknoddelt und die Verrohrung halt eben verstopft. Also einen Schlauchanschluss sollte man innen reinpacken, damit halt eben die Späne nicht keine Möglichkeit gegeben bekommen, ihr wisst, was ich meine hoffentlich, dass sich die halt eben da drin verheddern können. Und genau, das hier ist wahrscheinlich was Selbstgebautes gewesen. Da war es vielleicht ein bisschen einfacher, den Schlauchanschluss außen liegen zu machen. Aber mit den innenliegenden Schlauchanschlüssen ist es auch wesentlich einfacher, das Ganze zu sichern, weil da müssen wir hier keine Schrauben durchschrauben oder nieten oder. Ein Schlauchanschluss ist dafür da, dass wir den Schlauch an die Verrohrung halt eben anklemmen können. Das sind jetzt schon mal so ein paar Bauteile, die ihr halt auf jeden Fall immer wieder brauchen werdet für jede Maschine. Ich packe euch übrigens einen Link in die Videobeschreibung, wo ich diese Absaugteile her habe. Als nächstes und sehr, sehr wichtiges Bauteil kommen wir zu den Abzweigen. Jeder, der so eine KG-Leitung mal gebaut hat, wird es auch kennen. Da gibt es halt eben die ganz normalen Abzweige. Bei so einer Metallverrohrung ist das aber ein bisschen eleganter gelöst, weil man kann halt eben die Abzweige am Ausgang genau so wählen, wie sie halt eben die Maschine auch braucht. Das bedeutet, ihr habt einen 100er Anschluss, dann könnt ihr euch so einen Abzweig genau so konfektionieren, dass ihr auch einen 100er Anschluss habt und nicht nochmal ein Reduzierstück braucht oder. Das ist halt eben schön, da habt ihr nicht so viel unnötiges Rohrmaterial, um das halt eben entsprechend zu reduzieren. 140, 140, 140, so wird das hier in dem Fall auch angegeben. Mal als Vergleich 140, 140 und hier haben wir halt eben 100 mm. Das ist immer der dritte Durchmesser, der halt eben den Abgang zur Maschine entsprechend angibt. Die Teile werden auch übrigens immer entsprechend pro Bestellung auch dafür hergestellt. Das bedeutet, das sind keine Teile, die im Regal liegen. Die werden entsprechend hergestellt. Auch mal so als Information, wusste ich tatsächlich vorher gar nicht. Das nächste Bauteil werden wahrscheinlich schon viele gesehen haben, denn bei vielen KG-Rohranlagen sieht man halt eben Selbstbauvideos von genau diesen Teilen. Absperrschieber. Ich habe mich jetzt auch hier, weil ich einmal die komplette Verrohrung aus Metall mache, für Metallabsperrschieber entschieden. Und das hat auch nochmal hier ein paar Vorteile, denn wir können einfach das komplette System richtig benutzen. Wenn man einmal das System hat, kann man viel entspannter einen Schlauch hier anschließen, der auch wirklich dicht ist. Und das Ganze ist auch stabiler, weil wir haben auch hier wieder diese Bördelkante und können das wieder entsprechend festspannen. Und das bedeutet, dass halt eben die Rohre da nicht teilweise rausrutschen. Ich zeige es euch einmal, wie es bei mir jetzt so nach den Jahren halt auch eben einfach passiert ist. Hier zum Beispiel ist ein Kabelbinder, weil dieser Absperrschieber ist aus dem Rohr rausgerutscht, weil halt eben der Kleber nicht mehr so wirklich gut war und das hat auch eher alles nicht mehr so wirklich gut funktioniert. Hier ging es noch. Ja, das ist eine Möglichkeit bei KG-Rohren, diese Absperrschieber selber zu bauen, aber die gehen halt auch irgendwann mal kaputt. Beziehungsweise in meinem Fall, auf jeden Fall,
weil da halt eben, weil ich der MDF benutzt habe. Ihr seht, das war wirklich kein Spaß mehr, diese Abschwerschieber zu benutzen. Genau. Ein Nachteil von KG-Rohren ist auch übrigens, dass die den Staub richtig ansammeln. Ich zeige es euch mal an ein paar Stellen. Seht ihr das da oben? Das sieht ganz schön fies aus. Da hat sich der ganze Staub auch sogar an der Wand angesammelt, an dem ganzen KG-Rohr. Und auch übrigens hier an dem kompletten KG-Rohr hat sich dieser ganze Staub angesammelt. Ich habe ja schon die Verrohrung an und für sich angesprochen. Das sind die Rohre hier, die ich gekauft habe. Das sind alles Meterstücke. Gibt es aber auch in 2 Metern. Ist jetzt bei mir nicht so wirklich sinnvoll. Da packe ich lieber ein paar Meterstücke dazwischen, denn ich habe jetzt nicht so weite Strecken. Ich habe eher viele Abzweige, die ich setzen muss. Und genau deswegen habe ich mir hier auch noch ein paar 0,5 Meterstücke geholt, damit ich halt eben damit entsprechend vielleicht bei einer Reichweite, wo ich nicht mehr so viel brauche, dass ich das entsprechend distanzieren kann. Man kann aber auch für euch als Information, man kann so ein Rohr genau an der Länge abschneiden, wo man es braucht, und diese Kante kann man dann selbst rumbördeln. Habe ich auch schon gemacht, das geht eigentlich ganz gut für euch als Information. Jetzt gehen wir mal zur Absauganlage und werden einfach mal die ersten Bauteile installieren, um dann halt hoffentlich die Hobelmaschine absaugen zu können. Das war eine Lüge, ich habe was vergessen. Wenn ihr solche Abzweige hier habt, dann werdet ihr ja vielleicht in den meisten Fällen nach unten an eine Maschine gehen, dann könnt ihr theoretisch hier direkt euren Absperrschieber dazwischen packen. Wollt ihr aber mit dieser Leitung hier gerade an der Wand weiterfahren und möchtet vielleicht an die Decke hochfahren, dann müssen wir hier natürlich auch entsprechend mit 45 Grad das Ganze erweitern, und genau dafür ist dieses Stück. Dann können wir mit 45 Grad in die Höhe schnellen und können halt eben dort unsere Verrohrung weiterführen. Das bedeutet solche 45 Grad Stücke. Das sind auch die Teile, die ich nicht genug abgezählt habe. Da habe ich jetzt noch ein paar nachgekauft, die braucht man halt eben auch. Lange Rede, gar keinen Sinn. Also alles mal auf Anfang. Wir fangen hier direkt an der Absauganlage an und da seht ihr direkt ein großes Problem. Da werden wir uns gleich auch drum kümmern. Aber als erstes müssen wir mal hier diesen selbstgebauten Konus demontieren. So. Das hier stört bei großen Spänen. Das hier ist der 150er Maschinenanschluss, den ich eben angesprochen habe. Und den wollen wir natürlich möglichst dicht hier auf unserer Maschine montieren, damit wir danach mit unserem Konus entsprechend reduzieren können. Genau, und dafür machen wir das jetzt erstmal so ein bisschen sauber. Den werde ich auch tatsächlich einkleben. Den werde ich jetzt hier überstülpen. Und anschließend mit dem kompletten Gehäuse vernieten. Jetzt kommt unsere Reduzierung auf... Ah, das ist Inbus. Das ist gar kein Flachschlitz mehr. Danach kann ich hier meine Schlauchschelle zunächst mit der Schraube öffnen. Kann man die weiter auseinanderziehen. Ich habe die 150er Schelle vergessen. Bitte nicht. So, da wäre es jetzt fast schon an einer blöden Schelle gescheitert. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich hier einmal ein 150er Stück habe. Aber ich habe zum Glück in meinem Sammelsurium... Oder keine Ahnung, ob die jetzt passt. Die müsste... Boah, mal probiere es mal mit der Tür. Ob die passt, Alter, keine Ahnung. Ach fuck, die ist auch zu klein. Okay, nochmal im Lager. Könnte es jetzt passen? Ei, Karamba. Verdammte Scheiße, habe ich jetzt die Schellen jetzt? Das ist doch zum Mäusemelke. So wurde ein 140er Anschluss zweckentfremdet. Das war natürlich der Fail des Tages. 150er Anschluss muss ich jetzt also noch nachbestellen. So, anschließend kann ich jetzt endlich meinen 140er Anschluss nehmen. Vorher das Papier rausnehmen. Jetzt habe ich hier verkackt, weil der Anschluss daneben ist. So,
So, den nächsten Teil der Leitung werde ich jetzt erstmal hier am Boden quasi montieren. Und da werde ich jetzt auch mal hier diese Dichtpaste ausprobieren. Also wie gesagt, das ist im Prinzip das Gleiche, was halt eben in den anderen schon drin ist. Nur, dass wir das in dem Fall selbst montieren müssen. Einmal das Kaugummi hier reindrücken. Mann, Alter, das geht ganz ab. Und ihr habt da mal schön gesehen, dass ich auch ganz schön ausrasten kann. Das sieht man zwar meistens nicht, weil ich das nicht immer so direkt filme und ich das nicht meistens so auf der Kamera habe. Aber bei dem Projekt hier habe ich so die ein oder andere Rohrschelle wirklich klein geschlagen, weil ich komplett ausgeflippt bin. Der Grund deswegen war tatsächlich einfach die Rohrschelle selbst. Ich habe nämlich gebrauchte Rohrschellen mitgekauft, habe deswegen keine neuen Rohrschellen bestellt und diese alten Rohrschellen, die werden euch das Leben zur Hölle machen. Werde ich im nächsten Video ein bisschen genauer drauf eingehen, aber tut euch selbst einen Gefallen bei einer Metallrohrleitung, kauft keine dreckigen, gebrauchten, verbogenen, alten Rohrschellen, das ist eine absolute Katastrophe. Danach habe ich angefangen, die Grundplatten zunächst an den Wänden zu befestigen und zugegebenermaßen, das war nicht so ganz einfach bei mir, weil meine Wände wirklich komplett rund sind. Die haben da teilweise Findlinge verbaut, sodass man da einen Absatz von bis zu 8, 9, 10 Zentimetern an der Wand hat. Hier kann man es teilweise erahnen und deswegen war das teilweise ein bisschen schwierig, das Ganze gerade zu befestigen. Nachdem ich dann aber alles an der Wand befestigt habe, konnte ich meine Rohrleitung einfach dort einhängen und auch nochmal verschrauben. Und anschließend muss man eigentlich nur noch die fest installierte Rohrleitung mit dem Absaugsystem installieren. Das wird bei großen, noch besseren Anlagen mit einem Metallrohr gemacht. Aber in meinem Fall habe ich das einfach mit einem Schlauch gelöst, weil es halt einfach viel, viel simpler ist. Und ich sowieso noch so ein bisschen Flexibilität brauche, um die Säcke auch in dem Fall tauschen zu können. Boah, Alter, endlich! Die Hobelmaschine ist jetzt angeschlossen. Wir werden jetzt mal einen Test machen. Ich bin richtig gespannt. Ich habe jetzt hinten provisorisch das eine Rohrstück einfach mit einer Kunststoffkiste zugedeckt. Die wird dann gleich angesaugt und dann ist das dicht. Und dann würde ich sagen, hobeln wir einfach mal was. Das hier ist übrigens nicht vorgespult, das hier ist der zweite Gang des Vorschubs. Das ist ziemlich schnell. So Leute, das sollte mal der erste Praxistest gewesen sein, wie gut das Ganze direkt an der Hobelmaschine absaugt. Also wie die Verrohrung an der Wand ist, bin ich super, super happy. Jetzt folgt natürlich noch die weitere Verrohrung, das wird aber nicht mehr in diesem Video hier passieren. Das wird es in einem eigenen Video geben, da werde ich euch dann auch so ein bisschen die Absaugung an den anderen Maschinen nochmal zeigen. Das hier soll jetzt erstmal für euch so eine kleine Aufklärung sein, was für Rohrbauteile es halt eben gibt, die man immer und immer wieder braucht. Und wenn man die Teile halt eben hat und weiß, dass man die braucht, kann man das Ganze halt eben somit erweitern. Also, abonniere gerne den Kanal. Bald wird es dann weitergehen mit hier der Verrohrung. Ich habe ja gesagt, dass ich noch ein paar Teile nachbestellen musste, weil die tatsächlich gefehlt haben. Und das wird es dann bald in einem eigenen Video geben. Das soll es ja heute gewesen sein. Ich verlinke euch hier noch zwei weitere Videos und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.